Willkommen zu Star Citizen mit Kurs auf Hörsten, den ich jetzt hier mal gerade kurz anfliege. Versuche ich nochmal eine kleine Bunkermission mit der neuen Origin 125A. Ich hoffe, dass sie ja, mich mit den Raketen, die sie an Bord hat, ein bisschen unterstützen kann gegen die Bodengeschütze. Und dann möchte ich in dem Bunker die Behring GP33 Granatwerferwaffe ausprobieren. Schauen wir mal, ob sich das so spielen lässt, wie ich mir das erhoffe. Ja, als erstes wäre es schön, wenn man wirklich die Raketen nutzen könnte, der 125er Origin, 6 Stück an Bord. Ich hoffe, dass ich das da aufschalten kann. Und gucken wir mal, wie sich das so ergibt. Da bin ich irgendwie falsch rum, ne? So. In der Hoffnung, jetzt hier erstmal das Ziel zu finden. Gut. Schauen wir mal. 23,8 Kilometer. Ich muss ein paar Feinde eliminieren. Das ist ja bekannt. Um Hurston gibt es immer diese Bunkermissionen. Ich hatte schon mal in dem Video, das davor war, gesagt, dass ich die, wie soll ich es ausdrücken, die Atmosphärenflüge mit der 100er Serie noch nicht so optimal finde. Gerade diese schnittige Silhouette suggeriert doch eher, dass sie gut in der Atmosphäre zurechtkommen, dass sie schnittig hin und her fliegen, dass man sich ein bisschen in die Seite legen kann, den Luftwiderstand spürt. Ich habe doch eher das Gefühl, dass das Ganze ein bisschen ruckelig ist, ja. Müssen wir mal gucken, ob sich das so bestätigt jetzt hier auch auf Hurston. Ich hatte so einen Microtech diesmal probiert, da war ich nicht so begeistert davon. Und wie gesagt, wir sind hier noch in der 3.11 auf dem PTU-Testserver. Bedeutet, auch da können ja noch Verbesserungen vorgenommen werden. Also das ist jetzt nicht unbedingt in Stein gemeißelt. Deshalb unter Vorbehalt sage ich das mal so. Im Space, auch im Space-Kampf ist sie eigentlich ganz okay und kommt so den Starterschiff-Aufgaben, kommt sie nach und reagiert ganz anständig. Das haben wir ja im letzten Beitrag sehen können. Jetzt möchte ich halt nochmal gucken, wie es hier ist. Also hier ist jetzt gerade kein Wind und wenn man das Ziel direkt ausgewählt hat und straight off da reinfliegt, dann hat man auch keine Schwierigkeiten, obwohl ich immer das Gefühl habe, es zubbelt noch ein bisschen, aber nun ja. Frage ist, können wir da denn schon was sehen? Ja, da unten blinkt schon was. Und schauen wir mal, ob da, ja, okay, jetzt sind wir in der Reichweite. Müssen wir halt auch mal gerade gucken, ob wir hier irgendwas aufschalten können. Denn die ballern ja schon ordentlich um uns herum. So. Ja, das mag sie gar nicht, ne? Das sehen wir hier. Warum er jetzt hier die Raketen nicht abgefeuert hat, das weiß ich nicht genau. Also da bin ich schon stark unter Beschuss. Ich lege mich jetzt so ein bisschen in die Seite. Ich merke den Widerstand. Aber das wird wohl nichts. Also muss ich hier mal schnell runtergehen, damit ich die Mission noch irgendwie ein bisschen retten kann. Bei schönsten Sonnenuntergang.
Ja, ich muss mal gucken, ob es an mir lag, dass er die Raketen nicht abgefeuert hat, denn aufgeschaltet hatte er sie ja auch. Das müsste man nochmal verifizieren. Ansonsten, ja, also von der Schildmenge, von dem, was man also bei Direktbeschuss aushält, ist es halt so in der Aurora-Mustang-Region. Da kann man wohl auch nicht mehr erwarten, den direkten Beschuss da länger zu tanken, ist wohl nicht, ne? Also habt ihr gesehen, ich habe es gerade so geschafft, dann nochmal mit einer Kurve auszuweichen und dann... Aber ist das nicht ein geiles Bild hier? Ist das nicht mega cool? So, in dem Sonnenuntergang hier steht man hier. Okay. Warum kann ich den jetzt hier nicht schießen? Das geht. Mal ganz kurz gucken. Ich habe doch hier... Das habe ich drauf. Die Dinge habe ich doch reingesteckt. Ah ja. Ja, super. Also möchte ich gerne testen, ob man das in irgendeiner Form auch in den Räumlichkeiten nutzen kann. Ja, man kann sich natürlich auch schön selbst verletzen, ist auch schon klar. Aber mal schauen, ne? Genießen wir auch gleich hier die neuen Texturen. Und vielleicht geht sogar die Sonne auf, das wäre so super, da würde ich so Grüße abfeiern, wenn das jetzt aufgehen die Sonne wäre. Ja, ihr seht, ich habe mir noch ein Ziel da nur drauf gemacht, dass ich so ein bisschen das auch abschätzen kann, wo es hingeht. Muss man nicht unbedingt machen. Wieder laufen. Granaten habe ich auch dabei, aber mir kommt es jetzt hier auf die Behring GP33 mal an. Ja, da braucht man ja auch mal ein paar Ziele, um mal so Wirkung auch zu spüren. Wie stark nimmt der Gegner Schaden, wenn er auch ein bisschen gepanzerte Rüstung hat? Das ist halt das Spannende an dieser Frage. Hält man unter Beschuss ein bisschen was aus? Sind sie gleich alle weg und die Sonne geht auf, ich freue mich riesig, sehr schön. Ist das neu, dass Hurston jetzt so mehr so einen rosa Touch hat? Ist euch das schon aufgefallen oder ist das jetzt mit dieser neuen Texturüberarbeitung eingeflossen? Oder ist das jetzt, es wirkt ein bisschen rosa. Tja, bin mir auch nicht gerade nicht schlüssig, ob sie das in diesen Farbton verschoben haben. Also alles am Start, nochmal mal kurz durchgecheckt. Auch die Pistole hätte ich für den Fall der Fälle.
Ja, den Granatwerfer habe ich mir übrigens in Grimhanks gekauft und bin dann wieder Richtung Hurston geflogen. Ich hatte den sonst noch nicht gefunden. Habt ihr eine Idee, ob es den sonst noch irgendwo anders gibt? In Port Olisar und Port Tressler oder so meine ich ihn nicht gefunden zu haben. Vielleicht habe ich ihn auch übersehen. Das wäre durchaus denkbar. Ups. Jo, also was willst du da sagen? Ein Schuss, ein Treffer. Das haut ordentlich rein, ne? Ja, jetzt muss ich gerade nachladen, aber... Hat sie noch gerissen? Nee, der steht wieder auf. Leute, der steht wieder auf. So. Jetzt an dieser Stelle, wenn man immer denkt, man hat sie alles, dann kommt meistens einer angelaufen. Ja, so sicher bin ich mir da jetzt nicht, ne? Ob da nicht noch mir einer hinten reinläuft. Ja, jetzt müsste aber mal wieder einer kommen hier, oder? Sind ja immer noch 5 Stück, die müssen hier irgendwo sein. Da unten zum Beispiel. Oh, war ja. Ich komme sogar durch. Es war jetzt ein Risiko. Ich komme sogar durch. Das waren 2 Stück. Man weiß immer nicht, ob man durchschießen kann. Ne? Das geht euch sicherlich auch so. Mal kannst du es wieder nicht. Ja, ich hatte ihn gesehen. Ja, noch nicht erwischt. Ja, also klar, da ist er. Da hinten irgendwo. Jetzt habe ich ihn, aber da ist noch einer meines Wissens. Da bist du, mein Freund. Siehst du, da will er nicht, ne? Ja, okay. Muss man sich ein bisschen an die Flugrichtung auch gewöhnen, aber das soll es gewesen sein hier. 7000. Haben wir jetzt gekriegt und ja, ich weiß nicht, wo er jetzt genau stand, in welchem Winkel ich hätte jetzt noch schießen müssen. Aber naja, gut. Also der ist ja fast ein bisschen overpowered, finde ich. Also er haut gut rein, ne? Da gibt's nichts, ne? Also da
Es ist ein gutes Produkt, das man jedem nur empfehlen kann, mitzunehmen. Ich habe natürlich auch mal gerne einen Sniper dabei und jetzt ist halt die Qual der Wahl. Was nimmst du mit, die Sniper oder ihn hier, ne? Den Granatenwerfer. Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch Erfahrungen gemacht habt mit dem Granatenwerfer, ob er euch auch ein bisschen overpowered vorkommt oder ob das so sein muss. Ja. So ein Crimeset gibt es ja da ja nicht bei dieser Hearst-Mission. Es ist ja legal beauftragt durch die Hearst Security, aber hier wird geballert. Ja, da hinten ist die Origin zum Glück noch. Ah, jetzt, komm. Ach, jetzt habe ich gar keine. Ich habe keine Muni mehr am Mann. Ich habe noch welche mitgenommen. Müsste ich jetzt in den Gürtel stecken. So, Casual Place. Nee, Place machen wir die nicht. Und? Ah, die sind noch verbuggt. Okay, dann haben wir das auch. Haben wir das auch gesehen. Ja, schön, ne? Sonne geht auf, wird alles schön beschienen. Ich bedanke mich, dass ihr da zugeguckt habt und dass wir das jetzt hier zusammen testen konnten. Finde ich richtig klasse. Und wir sehen uns wieder in Star Citizen, wenn ihr mögt, ja?